Vor ein paar Wochen habe ich Emily kennengelernt. Eine wunderbare, elegante Frau. Eigentlich brachten unsere Söhne uns zusammen. Komm her, kleiner Schatz. Dürfen Martin und ich heute Nachmittag zusammen spielen? Trinken Sie? Trinkt Ihr Sohn auch? Vielleicht? Man sollte es denen früh genug beibringen. Ich denke, das soll ein Witz sein, aber voll gut. Mit dir zu trinken bringt mich in Fahrt. Was hast du so Wildes getrieben? Schieß los. Nein, nein. Ich habe eine Idee, wir outen uns. Meine Frau ist ein Mysterium. Man kann ihr nahe sein, aber man kommt nie ganz an sie ran. Sie ist wie ein wunderschöner Geist. Hast du mich fotografiert? Lösch es. Ich vermute, ich bin nicht der Typ Frau, mit dem du sonst befreundet bist. Oh, du willst lieber nicht mit mir befreundet sein, glaub mir. Stephanie, ich brauche deine Hilfe. Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut, aber ich brauche nur einen kleinen Gefallen. Kannst du vorbeikommen? Ja. Vor 5 Tagen ist Emily verschwunden. Ich warne Sie, wenn Sie anfangen, in Ihrer Vergangenheit rumzustochern, finden Sie schreckliche Dinge. Sie ist kein normaler Mensch wie Sie und ich. Ich habe noch nie erlebt, dass ein so schönes Mädchen so unsichtbar sein will. Ich rieche sie schon. Ich rieche ihr Parfum, als ob ein Geist hier wäre. Du bist nur gerade etwas verwirrt. Ich habe meine Mann gesehen. Ich soll dich grüßen, hat sie gesagt. Haben Sie gewusst, dass er eine zusätzliche Lebensversicherung über 4 Millionen Dollar für Emily abgeschlossen hatte, bevor sie verschwunden ist? Menschen tun schreckliche Dinge aus verschiedenen Gründen. Der sagte, sie wissen mehr, als sie zugeben. Ich will auch dein Geheimnis wissen. Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur.